So, und da sind wir wieder bei Darksiders Warmastered Edition. Wir sind in ein Rätsel gelangt, haben den Tremorhandschuh im letzten Part erhalten, womit wir jetzt sämtliche blaue Kristalle zerstören können und müssen nun diese Gerätschaft durch die Gegend kutschieren. Von Plattform zu Plattform. Und das super Tolle an diesem Tremorhandschuh ist, der ist nicht nur als Waffe geeignet, sondern auch als Werkzeug in dem Fall. Denn, Moment, Demonstration. Steht ein bisschen zu weit rechts. Nach links, bitte. Könntest du bitte aufhören, das Ding so weit zu schieben? Dann machen wir es halt von hier. Geht bestimmt auch. Genau, wir können das rüberschubsen. Das ist fantastisch. Jetzt können wir nämlich diese Plattform nach oben fahren. Was ziemlich lange dauert. Das reicht aber nicht. Kann ich die hier vielleicht nach... Oh. Dankeschön. Ein weiteres Artefakt. Das ist sehr nützlich. Das freut mich. Top. Ach Spiel, jetzt darf ich den kompletten Kram hier von vorne machen. Naja. Zumindest darf ich von vorne da entlang latschen. Moment, ich will mal kurz schauen. Da hinten ist doch bestimmt irgendwas. Ne, die Gänge habe ich ja letztes Mal schon abgesucht. Da ist gar nichts. Aber da oben ist was. Da oben ist irgendwas. Huch. Wenn man mal so hoch schaut, beziehungsweise auf die Karte schaut, sieht man, dass da was ist. Zumindest ist eine Plattform da. Aber eine Plattform ist es meistens auch ein Grund hinzugehen. Einfache Logik des Spiels. So, komme ich jetzt darüber. Und kann das Maschinchen hier aktivieren. Genau, dann fährt die nämlich nach unten. Dann können wir die von hier aus darüber schieben. Prima, funktioniert besser als ich dachte. Jetzt ist die Frage, kommen wir damit auch ganz nach oben? Das bezweifle ich nämlich gerade so ein bisschen. Nö. Aber das müssen wir auch gar nicht, denn wir wollen da hoch, nicht dieses Objekt. Genau, jetzt können wir uns hier nämlich mal ein bisschen umschauen. Man sieht, da drüben ist scheinbar doch nichts. Es ist wieder nur Deko. Sieht zumindest ganz danach aus. Wir belassen uns auch erstmal dabei und schauen einfach mal, was hier so ist. Kaputt. Und hier ist erstmal gar nichts. Nein, nicht die Viecher schon wieder. Ich hasse diese Viecher, wirklich. Ich hasse diese Viecher. Sind einfach nur nervig. Geht weg. Geht weg. So. Noch mehr davon. Natürlich. Geh weg. Hau. Der hasste davon. Zack. Kopf ab. Ah, das ist die Arena, in der wir... Ne, ist das die Arena? Ne, ist nicht die Arena. Das ist eine andere Arena. Doch, es ist die Arena. Da sieht man. Das ist die Arena, in der wir vorhin waren. Ah, ich sehe jetzt erst das Kabel hier. Schnell darüber, bevor sie uns entgegenkommen. Runterfallen bitte. Das war effektiv. Und das ist die Quälerin. Mit der wir auch im letzten Part Bekanntschaft gemacht haben. Ich glaube, sie mag uns nicht. Du ganz vielleicht. Könnte man vielleicht denken. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Leute hier nicht leiden kann, weil die meistens meinen Angriff unterbrechen wollen. So wie jetzt gerade. Haben sie zum Glück nicht geschafft. Ja. Looks like she played you again. If at first you don't succeed, careful.
Ich wollte gerade dem Watcher zuhören. Könnt ihr mal nicht mal eine Sekunde warten? Nein? Gut, dann halt nicht. Okay, ihr habt auch Fernkampfangriff drauf. Das ist mal was Neues. Und da sieht man, das Anstören mit dem Angriff zusammen ist super. Weil es die Gegner quasi kurz stunt. Und ihre Verteidigung durchbricht. So, genug davon. Ich frage mich, ob ich jetzt eigentlich schon gegen sie kämpfen muss. Gegen die Quälerin. Ich hoffe, das passiert frühestens im nächsten Part. Na, guck mal einen an. Was haben wir denn hier? Nein. Danke, Kiste. Ich wollte eigentlich den da haben. Sehr gut. Ich glaube, darunter will ich nicht unbedingt, aber ich möchte hier rein. So viel zu hier rein. Apropos, ich möchte doch da rein. Im Kreis hier runter und ich habe es auch genau gesehen. Da. Ein weiteres Artefakt, da wird sich Wulgrim drüber freuen und meine Seelenbörse auch. Oder so ähnlich. Oh, 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 oh. Aha, die Karte. Okay, ich hätte eher gehofft, dass es die Karte ist, die alle Truhen zeigt. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Kann ich einfach darüber schwimmen? Hoffe doch. Ja. Wir könnten wieder zurück. Okay, warum sollten wir? Wir könnten schließlich auch hier lang. Und da hoch. Da oben ist aber nur eine Tür, richtig? Richtig, dann wollen wir hier noch nicht lang, denn da hinten ist scheinbar auch noch ein Weg. Dann will ich doch zumindest wissen, was hier ist. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Genau, wir sind durch den Gang hier hingelaufen. Aber warum ist mir das vorher hier nicht aufgefallen? War hier eine Wand im Weg? War da Wasser? Weiß ich nicht. War das derselbe Gang? Doch, das war derselbe Gang. Ach nee, wir sind genau von der anderen Seite. Ah, okay, okay. Okay. Das erklärt einiges, das erklärt einiges. So, das erste, was wir machen, ist natürlich den Weg frei. Einmal hier bitte. Genau. Wenn wir jetzt hier was reinschieben, können wir hier hochspringen. Und zwar, wir schieben das da dort hinten rein. Dann haben wir hier noch eine Plattform. Die aktuell scheinbar zu nicht wirklich was zu gebrauchen ist. Hier haben wir noch einen Zug. Also einen Waggon. Den können wir gerade nicht verwenden. Müssen wir, glaube ich, auch nicht, denn die Richtung können wir nicht. Müssen wir in die hier. Können wir ein paar Hand schieben oder wir machen das einfach so. Ich glaube jedoch, das bringt gar nicht mehr so viel. Oder komme ich da jetzt hoch? Nee. Genau, eben nicht. Hat mich das Spiel reingelegt. Ah, ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich, was ich machen muss. Ganz einfach. Also, wir haben ja gerade diese schöne, in der schönen Sequenz gesehen, dass da noch ein gewisser Apparat ist, der bedient werden möchte. Nämlich, ich glaube, wo ist er denn? Da hinten. Der da. Zeig mir her. Ich bin doppelt doof. Denn der muss weg. Oder? Nee, das war schon richtig. Ach, verdammt. Ich bin dreifach doof. Das war richtig. Das Geheimnis ist jetzt nämlich den Waggon auf die andere Seite zu kriegen. Dazu muss natürlich die Plattform weg.
Plattform muss weg. Plattform kommt dahin. Gucken Sie. Moment, wir gucken erstmal nach. Ist da hinten irgendwas? Ach, hier kann man auch hoch. Moment, jetzt ist es interessant. Jetzt wird es interessant. Man kann sowohl da hoch als auch da drüben. Ja, das heißt, ich muss sowieso in beide Orte. Das ist gut zu wissen. Und dann schieben wir erstmal das hier raus. So, jetzt kommt der Waggon da drauf. Darf das nicht allzu schwungvoll machen, sonst geht er, schießt er nämlich über sein Ziel hinaus. Ja, noch ein bisschen hier. So, jetzt schieben wir den Waggon rüber. Nachdem wir das gemacht haben, verfrachten wir ihn in die Lücke da drüben. Schieben die Plattform wieder rüber, also die Plattform, wo die Waggons da drüber fahren können. Und dann machen wir das alles ganz kompliziert. Irgendwie so. Na, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Man muss jetzt lediglich den hier da runterkriegen. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. So. Das sieht für mich nach dem richtigen Weg aus. Vor allem, wenn ich mir die Karte so angucke. Ist das definitiv der richtige Weg? Ergibt sich für mich die Frage, warum sollte man jetzt schon den richtigen Weg gehen, wenn man auch den falschen Weg gehen kann? Komme ich hier hoch? Ja, hier komme ich hoch. Perfekt. Hier ist das Ganze nochmal umgekehrt. Wird eine schöne Rumschieberei jetzt. Aber das macht nichts. Ich will wissen, was da drüben versteckt ist. Falls überhaupt irgendwas versteckt ist. Wahrscheinlich ist da gar nichts. Ich mache das jetzt umsonst. Einmal wieder hier rüber. Und der da muss jetzt da weg. Es dauert Ewigkeiten, das alles vollbringen. Nicht da. Moment, da oben kann doch gar nichts Besonderes sein. Ich guck trotzdem nach. Steht nicht ganz korrekt. Aber das korrigieren wir mal eben. War. Das bringt uns doch nur wieder da hoch, oder nicht? Nö, also, nö. Nö, wir schieben das Ding schon mal auf die andere Seite wieder. Für den Fall der Fälle, dass wir nochmal hier vorbeikommen, können wir es dann auch gleich wieder rüberschieben. Aber ich werde jetzt nicht den Waggon wieder zurückschieben, weil wenn ich auf die Karte so gucke und mir die Umgebung anschaue, komme ich scheinbar nur da oben links hin. Und da will ich nicht hin. Da habe ich überhaupt nichts von. Nö. Nö, 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 nö. Wir gucken uns erstmal hier um. So. Warte eigentlich nur, dass mal wieder irgendwelche Viecher an den Wänden hier rumhängen, aber tun sie scheinbar nicht, haben sie keinen Bock mehr drauf, haben sie rausgepatcht. Nee, keine Ahnung, haben sie definitiv nicht rausgepatcht, aber ich weiß nicht, ob die tatsächlich so selten vertreten waren. Scheinbar. Habe ich jetzt kein Problem mit, weil die waren sowieso nur lästig. Aber okay. Meinetwegen. Jetzt haben wir den Rückweg. Da drüben. Ne? Da drüben. Bin gerade echt am Überlegen. Da waren wir doch schon. Natürlich waren wir da. Karte hier. Karte sagt, dass da eigentlich nichts Besonderes ist. Gut, dann belassen wir uns erstmal dabei. Gucken wir uns später nochmal an. Aber jetzt habe ich den Rückweg. Ach, Moment mal. Das ist der Rückweg?
Wofür habe ich das Ganze jetzt gemacht? Um den Handschuh zu kriegen? Ernsthaft? Nur dafür? Ich bin gerade etwas entsetzt. Gut, dann nehme ich mir doch die Zeit und gucke mit da drüben das mal an, was da so ist. Was der auch immer gerade geladen hat. Ich habe keine Ahnung. Nicht zu weit. Braucht die auf der Plattform. Ist jetzt nicht gerade das Spannendste, aber wenn das Spiel meint, es könnte mir die Möglichkeit geben, da hinten mal mich umzuschauen. Warum nicht? Warum nicht? Es muss ja einen Grund haben, warum da drüben überhaupt ein Weg ist. Da. Irgendwas wird da schon sein. Wahrscheinlich ist da gleich eine Kiste und es hat sich total gelohnt. Vielleicht ist da auch gar nichts. Dann bin ich enttäuscht. So. Sag mal her. Zeig mal her. Jetzt bin ich gespannt. Hat sich der Weg gelohnt? Oder ist das nur ein, hey, hier könntest du sein. Ja, wir doch schon mal. Klar waren wir ja schon mal. Bin doch doof. Mir das nicht aufgefallen ist, also wirklich. Man soll tatsächlich einfach nur den Wagen dahin schieben, also den Waggon dahin schieben, damit man zurückgehen kann. Das ist gut zu wissen. Das war nicht stark genug. Das war auch nicht stark genug. Okay, dann machen wir es halt auf die voll aufgeladene Variante. Dann rutscht der immer so weit. Das ist doof. Gut, habe ich jetzt einfach mal ein paar Minuten Zeit verschwendet. Muss auch mal sein. Läuft nicht immer so einwandfrei. So. Waggon wieder auf die Plattform. Plattform durch die Gegend schieben. Waggon wieder in die andere Lücke schieben. Dann passt das schon. Alles überhaupt kein Problem. Und dauert auch überhaupt nicht lang. Ich frage mich, ob der Watcher einem auch hier Hinweise geben würde, irgendwann, wenn man damit nicht klar käme. Weiß ich gar nicht. Oder ich habe es vergessen. Kann natürlich sein. Wenn das jemand weiß, würde es mich wirklich interessieren. Also einfach mal schreiben. Gibt einem der Watcher bei Rätseln Hinweise? Also Hinweise. Nein, Hinweise, wenn schon. Hinweise würde er mir hoffentlich nicht geben. Wäre interessant zu wissen. Ich habe mich jetzt selten so doof angestellt, dass ich tatsächlich Hinweise brauchte. Aber manchmal übersieht man halt auch etwas. Und da kann so ein Hinweis manchmal ganz nett sein. Ich glaube, da komme ich nicht direkt rüber. Nö, da würde ich auch nicht direkt rüberkommen. Nö, nö, nö. Das würde nicht passen. Schade eigentlich. So, Rückweg ist vollbracht. Das nehmen wir auch mal mit jetzt. War mehr oder weniger sinnvoll. Und damit hätten wir... Oh, Hallöchen. Neuer Feind. Okay. Bin mal gespannt, was du mit dir so machen lässt. Und wie clever du dich anstellst. Bisher noch nicht so. Ich glaube, die macht gut Schaden, wenn sie trifft. Aber dafür muss sie halt erstmal überhaupt treffen. Und das war's auch schon. Ah, natürlich. Gleich noch ein paar mehr. Wie wär's hiermit? Aha. Nein, das wollte ich nicht. Autsch. Ja, die haut schon gut rein. Vor allem, sie lässt sich nicht irritieren durch meine Angriffe. Oder fast nicht. Noch jemand? Natürlich. Hier, Überraschung. Gut, dass wir die Zornfähigkeiten haben, weil ich habe keinen Bock, jetzt schon meinen Chaosgestalt zu erwenden. Das wäre aktuell eine Verschwendung aus meiner Sicht. Komm ran hier. Ach, du lebst auch noch.
Gerade bei solchen Combo-Angriffen sollte man, glaube ich, nicht in die Rückquere kommen. Und tschüss. Hopp, ab. Haben wir es jetzt. Jawohl. Und das ist unser einziger Weg. Wie schön. Das heißt, ich habe nichts übersehen. Anscheinend. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Möchte nichts übersehen in diesem Spiel. So, wir können nur diesen Weg gehen oder wir drehen uns um und nehmen die Kiste mit. Und wir haben bald genug Seelen für das teuerste Item im gesamten Spiel. Meine Kiste. Wie gut die immer versteckt sind teilweise. Ich hoffe, ich finde die andere Karte. Ich weiß den Namen gerade nicht. Es war irgendwas teuflisch-dämonisches, glaube ich. Kann mir aber auch eigentlich recht egal sein. So. Nächster Abschnitt. Und Automat. Kann ich den mitnehmen? Oh ja, das geht. Das ist lustig. Ach ja, dieser Abschnitt. Ich erinnere mich. Das war alles sehr, sehr zeitgesteuert. Ich weiß nicht mehr genau, inwiefern zeitgesteuert. Das werde ich gleich rausfinden, vermute ich. Nummer 1. Hoch. Sehr gut. Was immer mir das jetzt gebracht hat. Vielleicht hier ginge es theoretisch weiter. Moment. Karte sagt, dass hinten nichts ist. Also ist das nur zum Rückweg oder was? Also brauche ich mich überhaupt nicht beeilen, weil da oben ist da oben was. Ich gucke jetzt trotzdem mal kurz nach. Na los. Sehr gut. Hoch. Ja, hier ist nämlich gar nichts. Hätte ich mal gerade eben genau hingeguckt. Hoch. Und rüber. Prima. Nächster Abschnitt. Und zwar der hier. Und ich würde mal sagen, den gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. 20 Minuten sind schon wieder überschritten und damit ist die Folge auch wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen mit diesem Part Darksiders War Mastered Edition. Ich hoffe, ihr hört Spaß und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.